Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Auftrag. Vier Läden. Den werde ich diesmal alleine probieren. Mal sehen, ob es klappt. Wir spielen wieder auf Todesmut. Wir werden sehen. So. Wir haben Leichensäcke gekauft. Nachdem unser lieber Bane mal ausgeredet hat. Das Setting ist das normale, wie immer. Kann man natürlich modifizieren, also ECMs sind jetzt auch nicht unbedingt sinnfrei. Gerade wenn es darum geht, ATMs zu knacken. Wir sind hier in Banes ehemaligem Revier, das sind vier Läden, wie der Name des Auftrags schon sagt. Und unser Auftrag ist es hier, Geld zu klauen. Und zwar, ich meine, es sind 15.000 insgesamt, die wir klauen müssen. Hier ist schon mal ein schöner Safe, der könnte uns zum Erfolg führen. Und noch Kassen und noch ein Safe, das ist natürlich sehr nice. Das heißt, dieser Laden rückt gerade sehr in den Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit. Aber wir gucken uns vorher nochmal die anderen drei Läden an. Hier ist noch ein Technikladen. Der hat einen kleinen Safe, Kameras, Wachen, die mir immer sehr auf die Nerven gehen. Aber ihr wisst ja warum. Der ist nicht so attraktiv. Hier haben wir einen Asiatenladen. Der hat hier eine Kasse. Da ist nicht viel Geld drin und kein Tresor, dazu Wachen und Kameras. Auch sehr unattraktiv, muss ich sagen, sehr unattraktiv. Und Time Out. Guter Name fürs Café, würde ich sagen. Hier haben wir eine Kasse. Kassen bringen immer so 1 bis 3.000 Dollar. Bis man dann mal bei 15.000 ist, alles klar. Wir werden definitiv den das Kiosk ausräumen. Alles andere ergibt hier gerade sehr wenig Sinn. Dazu gehen wir hier hinten rein und können hier ganz gepflegt die Maske aufsetzen, denn hier ist keiner, der uns zuguckt. Ich wollte jetzt nicht gerade mit der Schrotflinte hier rumschießen, sondern eher mit dem Ding. Erstes Ziel Kameras, zweites Ziel Zivilistin. Und schon kann uns hier nicht mehr allzu viel passieren, außer dass Zivilisten von außen reinkommen. Da liegt Geld drin, das müsst ihr einzeln aufheben. Hier, zweimal 1000 Dollar. Dann habe ich im Geist geskillt und das kommt mir jetzt hier sehr zu Pass, dass ich Tresore per Hand knacken kann. Ihr seht, das dauert, ich habe es euch schon mal gesagt. Aber solange mich hier keiner stört, kann mir hier jetzt nichts passieren bei. Ja. Ihr könnt euch, wenn ihr solche Aktionen macht, könnt euch umsehen bis zu einem gewissen Grad. Bewegen könnt ihr euch nicht. Ja, was soll ich dazu groß sagen, ne? Wenn ich die 15.000 habe, dauert das noch ein bisschen, bis mein Fluchtwagen da ist. Diese Zeit muss ich natürlich mich auch verstecken, weil Aufmerksamkeit ist so das Letzte, was ich brauchen kann. Da ich ja nun... Oh, Bündel Scheine. Das reicht schon, um den Auftrag abzuschließen. Aber da wir hier ja nun gerade gar keine Bedenken haben müssen, dass hier was passiert, werde ich diesen hier auch noch knacken. Mehr Geld ist immer gut, ne? Vier Läden ist jetzt nicht unbedingt der spektakulärste Auftrag. Was halt Spaß macht, ist, wenn man vier Leute hat, jeder nimmt sich einen Laden vor, wir setzen gleichzeitig die Masken auf, einer haut ein ECM auf den Boden, dass nichts passieren kann. Und dann rusht man da einmal durch. Das ist so zum Üben von Teamwork ist dieser Level sehr, sehr gut. Für mehr, na, ich weiß nicht. Also er ist jetzt nicht der dafür prädestiniert, dass man hier große Erfolge sammeln kann oder so. Aber wie gesagt, üben, üben, üben. Dann klappt das in anderen schwereren Aufträgen auch gleich besser. Wir haben hier einmal Schmuck gefunden, das ist sehr schön. Jetzt warten wir noch auf den Transporter. Da ist ein Zivilist, der uns durch die Hotdog-Rösterscheibe nicht sehen kann. Das ist ein bisschen freaky, aber gut. Jedes Spiel hat so seine Macken, ne?
Interessant finde ich auch, dass er die kaputten Kameras hier nicht bemerkt. Naja, lassen wir ihn am Leben. Kostet uns weniger Geld und ist immer besser. Ja, was kann ich euch noch so schön über diesen Auftrag erzählen? Er ist nicht besonders. Wow. Wow. Okay. Ja, er ist nicht besonders spektakulär. Nun gut. Wenn ihr niedrigere Schwierigkeitsgrade habt. Jetzt muss ich hier ja doch nochmal raus. Verdammt. Ja, komm, riskieren wir es. Dann steht hier in dieser Ecke ein ATM. Alter, 2 Minuten? Na egal. Dann steht hier ein ATM. Genauer gesagt, genau da. Ihr könnt euch in diese Ecke stellen, die Maske aufsetzen, ducken und dann den ATM mit dem ECM knacken. Das klappt. Da sieht euch auch keiner. Da sind auf jedem Schwierigkeitsgrad mehr als 15.000 drin. Und so könnt ihr euch einfach mal eben schnell ein paar Level holen, wenn ihr zum Beispiel berüchtigt wurdet oder wenn ihr gerade neu anfangt. Na, wenn ihr gerade neu anfangt, nicht. Ihr braucht halt den ECM. Diesen einen Level müsst ihr schon irgendwie gemacht haben. Aber das könnt ihr dann so ein, zweimal machen. Dauert halt, wie gesagt, nicht lange. Ist ein kleines Geduldsspiel. Aber so kommt man schon mal ein bisschen weiter. Auf Todesmut war der früher auch da. Den haben sie aber rausgenommen. Wollt ihr mich hier jetzt verarschen? Mal gucken, ob wir Stealth schaffen. Das wäre natürlich. Wäre natürlich nice, ne? Haben wir schon mal nicht gesehen. Und wir haben's. Sehr schön. Ja, wenn ihr Taschen auf dem Rücken behaltet, werden die. Es gilt das genauso, wie wenn ihr die in den Van reinschmeißt. Deswegen habe ich das gerade nicht gemacht. Ja, also auch wenn ihr Aufträge habt, das wird euch bei zum Beispiel Watch Dogs, also Wachhunden, wird euch das nochmal auffallen. Da kann das Boot, was euch dann abholt, das seht ihr dann aber nochmal ganz genau, nur 4 Taschen mitnehmen. Ihr habt aber ungefähr 12 dabei. Dann kommt das Boot einmal, kommt das Boot zweimal und danach könnt ihr flüchten, indem ihr jeder von euch 4 in eine Tasche auf den Rücken nimmt und ihr damit abhaut. Bringt euch genauso viel Geld. Naja, sonst sage ich einfach mal, ne, wir ziehen noch eine witzige Karte. Was haben wir da so? Eine Maske. Ja, der Tropfer. Sehr schön. Naja, ich sag dann mal, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Ist ein kurzes Video. Aber wir wollen hier keinen Auftrag unter den Teppich kehren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis denn.